Mittwochabend, 18 Uhr. Herzlich willkommen bei RON. Wir haben ganz viele regionale Themen, die mal feuchter, mal weniger feucht sind. Und Tina Hinzer gibt Ihnen jetzt mal den ersten Überblick. Und ich verabschiede mich schon mal nach vorne, Tina. Genau, bei uns, Sie sehen es, es regnet, regnet und regnet. Und deswegen steigen die Pegel vor allen Dingen am Rhein. Und ob die Deiche halten, das ist die Frage. Und wir sind mit einer Deichwache unterwegs. Außerdem sollen in Baden-Württemberg Vollgeimpfte ihre Rechte zurückbekommen. Auf Nichtgeimpfte sollen dagegen harte Testzeiten zukommen. Wir klären, was dahinter steckt. Und beim Waldhof dürfen die Fans wieder zurück ins Stadion kehren. Unter welchen Bedingungen? Auch das jetzt hier bei RON. Ja, Tina hat es ja schon angesprochen, die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben ihre Spuren hinterlassen, wie hier in Wörth am Rhein. Da steigen die Wasserpegel, auch die Feuerwehr ist Tag und Nacht im Einsatz. Und viele Wanderwege oder Fußgängerüberwege sind wegen Hochwasser auch gesperrt. In Heidelberg sieht es auch nicht viel besser aus. Laut Hochwasserprognosen könnte hier im Laufe des Freitags die 3-Meter-Marke wirklich überschritten werden. Sarina Aschmann und Moritz Nolte über regnerische Zeiten. Wir sind unterwegs mit Hauptbrandmeister Alexander Mieger. Er und sein Team von der Feuerwehr besetzen die Dammwache in Wörth am Rhein. Also hier haben wir jetzt schön den Wasseraustritt des Druckwassers, was vom Rhein kommt. Das Hochwasser drückt unten durch. Hier kann man schön sehen, aus dem Gully strömt das Wasser aus. Es ist ganz normales Verhalten, wird von uns aber trotzdem beobachtet. Denn natürlich müssen wir das auch im Auge behalten, es könnte zur Schadstelle werden. Weiter geht's zum Polderbereich, der hier kontrolliert geflutet wird. Bei einem Wasserstand von 8,7 Meter bis 8,14 Meter tritt der Rhein hier über die Straße in den gesteuerten Polderbereich, der dann die ganze Nacht volllaufen wird. Und hier nimmt man also den Damm weg, sodass das Wasser ungestört in diesen Polderbereich einlaufen kann. Absperrungen für Passanten und Fahrzeuge am Deich sind aufgestellt. Kein Hochwassertourismus. Ich denke, die Medien zeigen die Bilder, auch die sozialen Medien, die Feuerwehren haben ihre Facebook-Seiten, wo sie dann auch mit Drohnen Bilder zeigen, damit man nicht hingehen muss. Man behindert, man begibt sich selbst in Gefahr, weil wenn die Deiche durchnässt sind und man tritt drauf rum, kann man abrutschen und reinfallen oder auch Schäden verursachen. Auch die Feuerwehr Mannheim war gestern im Dauereinsatz. Der Grund: vollgelaufene Keller. Doch die Lage hat sich heute wieder entspannt. Die Prognose ist momentan von der Hochwasserzentrale in Baden-Württemberg. Jawohl, der Rhein wird sehr viel Wasser haben, auch der Neckar. Aber für Mannheimer Gemarkung nicht kritisch. Ja, wir müssen gucken, 8 Meter circa. Es kommt natürlich darauf an, wie es die nächsten 2 Tage noch runterschüttet. Und wie gesagt, nicht nur in Mannheim, sondern südlich davon. Aber wie gesagt, ich bin vorsichtig optimistisch. In Wörth kontrolliert die Dammwache den ganzen Tag das Hochwasser am Rhein, damit die Bevölkerung vor starken Überflutungen rechtzeitig gewarnt werden kann. Wir sprechen mit Reinhold Hörner, Weinbaupräsident der Pfalz. Herr Hörner, der Juli ist bekannt als legendärer Sommermonat. Aktuell gruselt er eher, so ein bisschen auch aufgrund der Regenfälle. Wie haben sich ja diese Regenfälle auch auf den Weinbau ausgewirkt? Ja, die Regenfälle machen dem Weinbau sehr zu schaffen. Wir haben durch die vielen Niederschläge in den letzten 4-5 Wochen enorme Probleme mit den Pilzkrankheiten. Hier ist hauptsächlich die Peronospora. Peronospora, auch falscher Mehltau genannt, entsteht halt bei Feuchte und bei Wärme. Und dieser Pilz explodiert quasi, er ist unaufhaltsam und da ist halt sehr viel Pflanzenschutz geboten. Und Leute, die mit Pflanzenschutz nicht hinterherkommen, mag die Fläche zu groß sein oder vielleicht auch zu verteilt. Und sie können nicht zeitnah applizieren und die haben richtig ein Problem. Es hat schon begonnen mit der Blüte, die in diesem Jahr ungefähr 3 Wochen später war. Und die Blüte ist die wichtigste Zeit. In der Blüte wollen wir alle schönes, trockenes Wetter haben. Die Blüte war ein klein wenig verzögert. Es verzögerten 14 Tage, 3 Wochen, aber dann auch verzettelt. Das heißt, die verschiedenen Rebsorten haben nicht auf einmal geblüht, sondern es ist über 8 Tage gegangen. Und wenn ein Winzer seine Pflanzenschutzmaßnahmen macht, macht er halt immer alle Weinberge. Und die Weinberge, die noch nicht verblüht haben, die haben dann hinterher ein Problem gekriegt, weil die kleinen Käppchen, die darunter geworfen sind, weil da kein Schutz mehr da war. Jetzt stehen Sie, was,
Ja, jetzt stehen Sie natürlich bestimmt auch im Austausch mit vielen, vielen Kollegen. Wo ist denn die Problematik aktuell besonders hoch? Die Problematik ist in der Südpfalz sehr stark. Dort haben die Leute die doppelten Niederschläge wie bei uns. Es ist auch um Bad Dürkheim rum, bis nach Weisenheim am Sand, in Bobenheim am Berg. Dort sind Flurbereinigungsgebiete total ausgeschwemmt worden. Die hatten innerhalb von 2 Tagen 200 Liter Wasser. Das ist einfach zu viel. Alles, was mit zu anfängt, sage ich immer, das taugt nichts. Und wenn zu viel Regen auf einmal kommt, können die Böden das nicht aufnehmen. Da hat es große Gräben in den Weinbergen, in den Fluren, auch in den Wegen gemacht, unabhängig von den Reben, die man nicht schützen konnte. Also die sind doppelt betroffen. Wir hier bei uns im Raum zwischen Neustadt und Landau, wir sind da gleich ein bisschen bevorteilt. Wir haben zwar auch viele Probleme, aber gegenüber den Kollegen im Süden und Norden sind wir doch noch gut weggekommen. Also dann hoffen wir auf mehr Sonne, auf mehr Trockenheit und Ihnen wünschen wir alles Gute. Dankeschön. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Wir schauen auf die Corona-Lage. Immer mehr Menschen infizieren sich wieder mit Covid-19. Und für Experten steht fest, schon jetzt, die vierte Welle wird früher oder später kommen. Die große Frage, die sich die Menschen in der Bundesrepublik dabei stellen, was gilt dann? Das Bundesnotbremsengesetz jedenfalls nicht mehr. Und was sich auch so manche Menschen fragen, kann angesichts der vielen Geimpften in Deutschland die Inzidenz noch das Maß aller Dinge sein? Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich dazu bei unseren Kollegen von NTV geäußert. Naja, die Inzidenz spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle, weil sie ist im Grunde der Gradmesser. Aber wir müssen diese Zahl stärker integrieren mit der Frage, wie krank werden eigentlich Menschen? Wie sieht es aus in unseren Krankenhäusern? Das bedeutet, wir müssen gemeinsam mit dem Bund einen Weg wählen, um nochmal zu überlegen, ab welcher Stelle ist es wirklich erforderlich, einschränkende Maßnahmen vorzunehmen. Die Zahl 35 ist sicherlich nicht mehr die gleiche 35 wie noch vor einem halben Jahr. Schlicht und ergreifend, weil dagegen gestellt werden die Menschen, die geimpft worden sind. Insofern müssen wir uns da tatsächlich auf eine neue Einschätzung, eine neue Warngrenze sozusagen verständigen. Und ich hoffe, dass das auch gelingen wird bis Ende August, wenn wir uns dann im Kreis der Ministerpräsidenten hier wieder treffen werden. Ja, wir haben es gehört. Der Grenzwert für die Inzidenzen soll also neu festgelegt werden. Das Impfen steht sowieso für die Landesregierung Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an allererster Stelle. So sollen für vollständig Geimpfte auch alle Beschränkungen oder Einschränkungen ab September fallen. Nicht-Geimpfte müssen dagegen wohl mit Einschränkungen rechnen. Für sie soll in Baden-Württemberg die Testpflicht verschärft werden. Bedeutet, statt Schnelltests soll man dann negative PCR-Tests vorlegen, wenn man zum Beispiel auch in ein Restaurant gehen möchte. Die muss man möglicherweise dann auch selbst zahlen. Wir haben uns mal umgehört, was die Menschen denn auf der Straße zu den Regelungen sagen, die vermutlich mit den neuen Corona-Verordnungen Ende Juli dann kommen werden. Also in dem Moment, wo für alle Menschen ein Impfangebot da ist, und das scheint ja jetzt der Fall zu sein, zumindest sagt die Regierung das, finde ich das okay, dass nicht Geimpfte Einschränkungen haben. Es gibt zwar keine Impfpflicht, aber durch sowas zwingt man die Leute indirekt, sich zu impfen. Die Leute, die für die anderen in dem Fall gefährlich sind, die sollten halt mit Maßnahmen nachweisen, dass sie andere nicht anstecken. Weiß nicht, ob man das jetzt so verallgemeinern sollte. Ja, bin ich eigentlich derselben Meinung. Ich finde, es sollte jedem selbst überlassen sein. Und Einschränkungen finde ich da irgendwie so einen kleinen Zwang. Ja, und noch Nachtrag, natürlich die Einschränkungen, die wegfallen sollen im September, gelten vorerst für Baden-Württemberg. Wie viele Menschen waren in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert? Kann man Corona bekommen, ohne das wirklich auch zu merken? Und wie viele Menschen hatten das dann so? Viele Fragen, und die Unimedizin Mainz hat sich genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt und hat Antworten gesucht und auch gefunden. Ergebnisse, die überraschen. Michael Statz hat die Infos. Mal Hand aufs Herz. Versuchen Sie sich zu erinnern. Hatten Sie rückblickend in den letzten 1,5 Jahren mal das Gefühl, Sie könnten vielleicht doch Corona gehabt haben? Wir haben in der Metropolregion nachgefragt. Ja, immer wenn man irgendwie ein bisschen malat war, in Anführungszeichen, denkt man, was könnte es jetzt sein, ja? Ja, könnte es sein, weil wir viel mit fremden Menschen zu tun haben. 42% aller Corona-Infektionen wurden bislang nicht erkannt. Das hat die aktuelle Corona-Studie der Universität Mainz herausgefunden. Aber wie kann ich herausfinden, ob ich schon mal Corona hatte? Indem ich im Blut nach Antikörpern suche. Nach einer Infektion entwickelt der Körper Antikörper, und die kann man im Blut messen.
Männer sind laut Studie häufiger als Frauen unwissentlich mit Corona infiziert gewesen. Ältere Menschen häufiger als jüngere. Was passiert, wenn ich schon geimpft bin, aber vor kurzem mit Corona infiziert war, ohne es zu wissen? Wenn ich unwissentlich eine Infektion hatte, ist die Antikörperproduktion nach allem Wissen jetzt nicht so hoch. Und es ist wichtig, dass man durch eine Impfung diese Wirkung noch mal verstärkt, damit man gegebenenfalls bei einer erneuten Infektion geschützt ist und insbesondere dann, wenn eine neue Virusvariante kommt. Wenn ich unwissentlich Corona hatte, gelte ich dann als genesen? Wenn da die Infektion so milde verlief, dass die Leute es nicht gemerkt haben, vielleicht im Nachhinein ein paar Symptome erinnern können, spricht dafür, dass auch die Immunreaktion deutlich schwächer war. Und das bietet keinen Schutz vor einer neuerlichen Infektion oder einer Infektion durch einen veränderten Virus. Dagegen hilft nur eine Impfung, auch wenn man unwissentlich mit Corona infiziert war. Heute hat die Polizei in Rheinland-Pfalz rund 100 Wohnungen durchsucht. Eine landesweite Razzia zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch. Seit Monaten wurde diese Aktion geplant. Alle 5 Polizeipräsidien des Landes waren daran beteiligt. Hunderte Speichermedien wurden sichergestellt, so Innenminister Roger Lewens. Der Missbrauch von Jungen und Mädchen ist laut Kriminalstatistik im ersten Halbjahr 2021 um knapp 3,6% gestiegen. Weitere Nachrichten des Tages zusammengestellt kompakt jetzt von Nathalie Kircher. Mordanklage gegen Jugendlichen. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg wirft dem 14-jährigen Jungen vor, im Februar in einem Waldstück bei Sinsheim-Eschelbach einen 13-jährigen Jungen getötet zu haben. Es bestehe ein hinreichender Tatverdacht, dass der mutmaßliche Täter sein Opfer hinterrücks mit mehreren Messerstichen tötete und dies im Vorfeld detailliert geplant habe. Der Tatverdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg muss nun über die Eröffnung des Gerichtsverfahrens entscheiden. Löbel darf Maskengeld behalten. Das Prüfverfahren im Fall um den ehemaligen Bundestagsabgeordneten aus Mannheim sei eingestellt worden. Dies teilte ein Sprecher der Bundestagsverwaltung mit. Nicolas Löbel hatte im Frühjahr 2020 Corona-Schutzmasken für Unternehmen vermittelt und nach eigenen Angaben insgesamt rund 250.000 Euro an Provisionen dafür kassiert. Dieses Geld darf der ehemalige Politiker behalten, da ihm kein Verstoß gegen das Abgeordnetengesetz zur Last gelegt werden konnte. Streichelzoo zum Lernen. Der Heidelberger Zoo hat ein neues Bauernhofgehege eröffnet. Ziegen, Schafe, Ponys und noch weitere hoftypischen Tiere dürfen im großzügigen Außengelände von den Besuchern gestreichelt werden, können sich aber auch in den neuen Ställen zurückziehen. Im Fokus des Projekts stehen Natur- und Artenschutz. Was für ein Spannungsfeld gibt es zum Thema zum Beispiel gerade Erzeugung von Fleisch, was hat das für ökologische Nachteile, wie viel Fleisch sollte man essen, wie viel ist gesund, wie sollten Tiere leben, von denen unser Fleisch kommt. Genau das ist, glaube ich, hier einzigartig umgesetzt. In einer Begleitausstellung werden die Besucher über Tierwohl und den bewussten Umgang mit Lebensmitteln aufgeklärt. Das Gelände konnte nach 12 Monaten fertiggestellt werden. Nach der Fußball-Europameisterschaft ist vor den Olympischen Spielen, da freue ich mich persönlich ganz tierisch drauf. Und einer ist mit dabei, Alexander Stadler vom TSV Mannheim. Hockey-Hoffnung auch auf eine Medaille. Und mein Kollege Moritz Voss hat eine ganz schnelle Runde Frage-Antwort-Quickie mit ihm gespielt. Ich spiele Hockey, weil? Weil mein Bruder damit angefangen hat und ich mitgezogen wurde. Mein Lieblingsessen ist? Sushi. Ich gebe zu viel Geld aus für? Oh. Ja, wir würden schon gern wissen, was er darauf antwortet, oder? Alle Fragen, alle Antworten finden Sie auf unserer Facebook-Seite. Gerne mal reinklicken. Und mit Hockey machen wir auch gleich weiter in unserer Olympiaserie. Nach dem Sportblock heute kompakt zusammengestellt von Philipp Köhl. Neue Werbefläche. Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat heute seine neuen Trikots vorgestellt. Das Besondere, neben Brust und Ärmel gibt es ab dieser Saison auch einen Rückensponsor, der unterhalb der Rückennummer steht. Die zusätzliche Werbefläche wurde diese Saison auf Wunsch der Drittligavereine neu eingeführt, um so einen Zusatzverdienst zu haben. Auflagen erfüllt. Die MLP Academics Heidelberg gehen als 18. Club der Basketball-Bundesliga in die Saison 2021-22. Der Aufsteiger hat alle Auflagen erfüllt, die er von der Liga im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens bekommen hatte. So mussten die Heidelberger beispielsweise eine feste Trainingsstätte oder ein Mindestetat von 2,5 Millionen Euro in der höchsten deutschen Spielklasse nachweisen. Auch in den Bereichen Marketing, Medien und Vertrieb mussten sich die Heidelberger personell breiter aufstellen.
Keine Nachweise nötig. Der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wird am kommenden Samstag erstmals seit dem 3. Oktober wieder ein Heimspiel mit Fans austragen. Beim Testspiel gegen den Regionalligisten FC Gießen sind bis zu 1000 Zuschauer zugelassen. Zwar gilt auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht, ein Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder einer Genesung wird dagegen nicht notwendig sein. Allerdings müssen alle Gäste die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung vorweisen. Wir kommen ein letztes Mal zu unserer Olympiaserie. Viele Olympioniken sind ja schon in Japan oder reisen noch diese Woche nach Tokio. Wie Sonja Zimmermann, also unsere Hockeydamen, machen sich auch auf den Weg. Und diese große Hockeyspielerin aus Mannheim hat Moritz Voss mal näher besucht und kennengelernt. Das Zahnkonzept, die Praxis unserer Top-Athleten, präsentiert Ihnen heldenhaft mit Biss in den Olymp. Es regnet in Strömen, als wir Sonja Zimmermann bei ihrem individuellen Techniktraining treffen. Aber das Wetter ist ihr egal. Sie trainiert gerne draußen und macht alles für ihren Kindheitstraum, Olympia. Die Spiele waren schon immer der Antrieb in der noch jungen Karriere der 22-Jährigen. Ich habe mit dem Hockey sowieso erst begonnen, weil damals die Damen in Athen bei den Olympischen Spielen in 2004 Gold geholt haben. Und ohne dieses Event wäre ich nie zum Hockey gekommen. Und deswegen war es schon immer mein Ziel Nummer eins, die Olympischen Spiele zu spielen und am besten auch eine Medaille nach Hause zu bringen. Die Zielsetzung ist also schon klar formuliert. Sonja Zimmermann ist eine Spielerin, die gerne vorausgeht. Vor allem im Spiel, sich am Ball und Schläger einiges zutraut und gerne Verantwortung übernimmt. Trotz ihrer jungen Jahre, denn sie ist die zweitjüngste im Team. Ich kann meine Stärken dadurch einbringen, dass ich zum einen recht guten Eckenschlenz habe, der eben auch mal entscheidend sein kann. Und dann spiele ich ja auch in der Innenverteidigung und da kann man schon ein bisschen so das Spiel steuern, vielleicht ja die Steuerzentrale im Team sein. Selbst eine Goldmedaille hält die Mannheimerin für realistisch. Die zweiwöchige Vorbereitung mit der Nationalmannschaft lief gut. Das Erfolgsrezept der jungen Mannschaft, ganz viel Harmonie, gepaart mit jugendlicher Unbekümmertheit. Ich denke, dass alles drin ist. Also wir haben wirklich so viel Potenzial in dieser Mannschaft. Wirklich eine ganz hohe Qualität, würde ich sagen. Und wenn bei uns alles läuft, dann sind wir auf jeden Fall unschlagbar und dementsprechend würde ich uns alles zutrauen. Bereits vor wenigen Wochen zeigten die Damen, was in ihnen steckt. Bei der Europameisterschaft unterlagen sie einzig dem Dauerrivalen Niederlande in einem bitteren Finale. Doch das ist schon längst wieder vergessen. Das ist nicht das Jahr der Europameisterschaft, sondern das Jahr der Olympischen Spiele. Und dementsprechend haben wir uns alle schnell den Mund abgewischt und schon wieder direkt den Fokus für das Haupthighlight des Jahres gefunden. Der Fokus bei den Spielen liegt voll auf Gold, bei den Organisatoren voll auf Sicherheit. Man muss sich auch eine App runterladen, wir brauchen verschiedene PCR-Tests und wir werden da vor Ort auch die ganze Zeit getestet. Und das wird auf jeden Fall ein organisatorisches Meisterwerk, aber ich glaube, wenn man dann einmal im Dorf drin ist, dann geht's auch. Denn dort leben die Olympiateilnehmer in einer Blase. Dass die Spiele dabei ohne Zuschauer und ohne Feiern im olympischen Dorf stattfinden werden, der euphorischen Olympiastimmung von Zimmermann tut das keinen Abbruch. Ehrlich gesagt, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es in einer Woche losgeht. Also es rückt immer näher und ich denke mir irgendwie so, boah, nee, das ist alles noch so surreal. Und ja, jetzt, wenn man langsam anfängt zu packen für Tokio, dann wird es immer realer. Am Freitag wird es spätestens ganz real, wenn die deutsche Mannschaft dann auch in Tokio landet. Am Montag, den 26. Juli, bestreiten die Damen ihr erstes Spiel gegen Indien. Mit einem gesunden Lächeln nach Tokio. Das Zahnkonzept präsentierte Ihnen heldenhaft mit Biss in den Olymp. Einfach eine tolle Sportart. Wir freuen uns auf die Olympischen Spiele. Ja, wir machen eine kleine Verschnaufspause. Gleich geht's weiter und dann zeigen wir Ihnen, wie man aus Korbtaschen, die so ein bisschen langweilig sind, was richtig Fetziges machen können. Wir sind zurück bei Ron mit Korbtaschen. Die liegen aktuell voll im Trend. Die ganz normalen oder die mit ja, Deko drauf sind aber nicht so ganz billig. Und deswegen haben wir gedacht, wir können doch einfach die Dinger mal selbst machen. Selbst kreieren, selbst schmücken. Also für alle Taschendesignerinnen oder Designer da draußen. Hier gibt es noch so ein paar Tipps für Ihre Traumkorbtasche. Sie ist das It-Piece des Sommers, der Allrounder unter den Taschen. Nicht mal Promis und Influencer können auf das geflochtene Accessoire verzichten. Korbtaschen kommen ja gefühlt alle Jahre wieder und vor allem im Sommer als Sommertasche.
sind sie natürlich im Trend aus dem einfachen Grund, weil die gehören zu den praktischsten Taschen. Meist bekommt man die Taschen eher als Basic, ohne viel Schnickschnack. Schön sommerlich verziert dagegen gibt's die geflochtenen Taschen bei weltbekannten Designern zu kaufen. Einziger Haken? Der Preis. Deshalb heißt es für Mama Mo und Tochter Lilly jetzt nachbasteln. Unsere Do-it-yourself-Expertin Letizia unterstützt dabei. Ich hoffe, dass es nicht allzu schwer wird. Lilly entscheidet sich daher für diese minimalistische Dior-Tasche. Mama Mo bastelt die romantische Rosentasche und unsere Expertin wagt sich an die farbenfrohe Pinata-Tasche. Beide Originale gibt's bei Dolce & Gabbana. Für die erste Tasche brauchen wir eine etwas festere Korbtasche, ein Statement-Gummiband, einen Taschengurt nach Wahl und um den richtig befestigen zu können, braucht es 2D-Ringe, 2 Karabinerhaken und einen Regulator. Erster Schritt, Heißkleber aufs Gummiband geben und auf der Tasche fixieren. Tipp der Expertin. Beim Kleben sollte man dann auch vom Innendruck aus üben, damit das einfach gleichmäßiger wirkt. Dann. Nächster und letzter Schritt, Taschengurt befestigen. Dafür die beiden D-Ringe jeweils an den Seiten der Tasche auf gleicher Höhe durch den Korb fädeln und die Karabinerhaken daran befestigen. Dann den Taschengurt in 2 falten, das geschlossene Ende durch den Karabinerhaken und den Regulator durch das offene Ende fädeln. Das eine Ende kleben wir am Regulator und das andere Ende am Karabinerhaken fest. Und tada! Mit 15 Minuten Zeitaufwand ist Lilly tatsächlich am schnellsten fertig. Preis 54 Euro. Für die zweite Tasche brauchen wir eine helle Korbtasche, Bastelkristalle, Kunstrosen, rosa Raffia-Bast, weiße Pompons und Quasten. Schritt 1, Bastborte selber basteln. Dazu einen langen Bastfaden auf dem Tisch fixieren und kürzere Bastfäden damit verknoten. Expertentipp? Das Bast einfach um einen Karton wickeln, mehrmals und das dann ausschneiden, so hat man gleichmäßige Stücke. Dann Feinschliff. Bastborte auf die Tasche kleben und mit Pompons und Quasten pimpen. Rosen, Blätter und Kristalle auf den unteren Teil der Tasche kleben und fertig ist Tasche Nummer 2. Zeitaufwand 1 Stunde, Preis 52 Euro. Bei der dritten Tasche benötigen wir eine helle Korbtasche, Knöpfe, Kristalle, Perlen, bunte Pompons, Raffia-Bast und eine goldene Borte. Nach dem gleichen Prinzip wie bei der Rosentasche basteln wir unsere Bastborten und kleben sie von unten nach oben der Reihe nach auf. Die restlichen Bastelmaterialien der Vorlage entsprechend ebenso mit Heißkleber auf der Tasche fixieren. Zeitaufwand 1,5 bis 2 Stunden. Preis 48 Euro. Unsere drei Bastelfeen sind zufrieden. Und wie kommt's auf der Straße an? Also die ist auf jeden Fall schon der Hit. Ich finde die richtig klasse. Das sind alles 3 unterschiedliche Stile und richtig sommerlich. Perfekt und stylisch ausgestattet kann's jetzt also zum nächsten Picknick oder Strandurlaub gehen. Ja, wenn wir momentan übers Wetter sinnieren, dann denkt man ganz viel nass. Der Sommer, der kommt nicht so richtig in die Pötte. Hier die Aussichten für die nächsten Tage. Davor entführen wir sie aber noch ins Rheinland-Pfälzische Freisbach. Auch wenn sich der Sommer dieses Jahr noch nicht so richtig zeigen möchte, gibt es bei uns in der Ronn-Region auch ohne Sonnenschein immer wieder Hingucker. Wie zum Beispiel das 1100-Einwohner-Dörfchen Freisbach in der Südpfalz. In der Verbandsgemeinde Lingenfeld liegend, erweist sich Freisbach als wachsende Wohngemeinde mit hohem Erholungswert. Die Lage abseits der großen Verkehrslinien haben dem Ort seinen bäuerlichen Charakter bewahrt. Hellische Landschaften sind hier im Wechselspiel mit historischen Fachwerkhäusern. Zudem runden die evangelische Pfarrkirche mit einer Orgel aus dem 18. Jahrhundert und das Rathaus das gemütliche wie einladende Gesamtbild ab. Alles andere als gemütlich wird dagegen das Wetter in den kommenden Tagen. Heute Nacht und morgen müssen wir verbreitet mit teils kräftigen Gewittern und Starkregen rechnen. Dabei besteht weiterhin Unwettergefahr, vor allem durch Überflutungen. Auch die Pegel an Rhein und Neckar werden weiter steigen. Sonne bleibt dagegen eher Mangelware. Die Temperaturen haben mit Sommer ebenfalls nur wenig zu tun. Sie schaffen kaum mehr als 21 Grad im Bergland und 23 Grad im Rest. Am Freitag und Samstag bilden sich weitere Schauer und Gewitter. Die Sonne lässt sich dann aber auch schon häufiger blicken und die Temperaturen klettern bis auf 26 Grad. Am Sonntag lässt der Regen überall nach und wir können oft sonniges und trockenes Sommerwetter mit Höchstwerten bis 27 Grad genießen.
Und wir sind am Ende der Sendung und da haben wir noch gute Nachrichten aus der gebeutelten Kulturszene. Genau. Sie müssen unbedingt mal bei uns auf Facebook vorbeischauen. Da haben wir nämlich 2x2 Tickets, die wir raushauen für Sie. Felix Lobrecht, Stand-Up-Comedian. Und wenn Sie ein Stand-Up-Comedian-Fan sind oder Comedy-Fan generell, ja, dann holen Sie sich das ab. Am Wochenende ist es nämlich Ehrenhof in Mannheim. Da wird er ordentlich Sie zum Lachen bringen. Facebook reinklicken. Stand-Up-Comedy? Was für dich? Ja, wobei ich den Künstler ehrlicherweise nicht kannte, aber meine liebe Kollegin Romina hat gesagt, frag mal deine Nichten oder so. Die kennen den auf jeden Fall, also alle einpacken und mal wieder lachen bei dem Wetter draußen. Gibt es ja aktuell nicht so viel zu lachen, oder? Genau. Aber wir kommen morgen wieder mit einer freudigen Sendung. Hoffentlich, gell? Bis dann, morgen sehen wir uns. Ciao.